Danke. Jo. Einen schönen Tag. Ebenso. Wie sieht's denn aus? So, keiner, der über die Straße möchte. Maria-Theresien-Straße. So fahren wir die auch mal von oben an. Ich glaube gar nicht, dass wir das bis jetzt gemacht haben, oder? Wobei, bei den ganzen Linien weiß man das ja immer noch. Nicht zuckeln, nicht zuckeln, bitte. Maria-Theresien-Straße. Mann! Programmiert eure Spiele doch mal vernünftig. Steigt die Party? Es ist keine richtige Party, sondern eher ein gemütlicher Abend. Können Sie sich nicht hinsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Soll ich was mitbringen? Ja. Will keiner hier plötzlich doch einsteigen oder so? Man weiß es nicht so genau. Nächster Halt, Fischerweg. Ah. Ja, klar. Hm. Ihr seid doch behindert, seid ihr doch. Verdammte Scheißprogrammierer. Leck mich am Arsch. Wen habe ich denn jetzt wieder zurückgelassen? Du stehst da 2 Minuten an so einer verfickten Haltestelle. Leck mich am Arsch, seid ihr alles Affen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Unmöglich. Komm, wir bauen mal irgendeinen Scheißfehler ein. Es ist zum Aus der Haut fahren, ehrlich. Wie lange habe ich an dieser Scheißhaltestelle gestanden? Aber Leute zurückgelassen? Mhm, klar. Mann, gehen mir diese Programmierfehler auf den Sack. So, wer steht denn hier noch, hä? Ihr blöden Affen. Halt's Maul. Thumbnail. Dann habe ich halt so einen bekloppten Retardo City Boy zurückgelassen. Soll er laufen? Schwachmat. Mann, ey. Nächster Halt. Neue Straße Ost. Was denn jetzt? Grün, Rot? Mann, ey. Da ist schon wieder das Hindernis für, wenn es grün wird. Nee, 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 ist das ein Affentanz hier. Das ist... Bin ja wohl mehr als pünktlich. Das riecht mich so auf, ne?
Und ich wette mit euch, wenn ich mir das gleich mal angucke, du findest da nirgendwo eine Person. Nirgendwo jemand, auf den du hättest warten können. Das Spiel sagt einfach nur, ja, da wäre einer gewesen. Nächster Halt, St. Andreaskirche. Nee, 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 nee. St. Andreaskirche. Arm, Job. Sunny Springs braucht mehr Leute wie Sie. Aber weniger wie Sie. Einfach mal pünktlich sein, ne? Außerdem Sunny Springs ist Retardo City. Ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns ein Bad Nächster Halt. Neue Straße. West. Warte, ich kann nicht. Ich habe diesen Monat schon zu viel ausgegeben. Kein Problem. Du bist eingeladen. Mann, 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 bleib bloß da stehen, du alte Krähe. Ja, ich habe euch nicht übersehen, keine Sorge. Neue Straße West. Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. 1,40, 1,50, 2, 4, 6, 8, 10. Und demnächst mit dem Fuffi, ne? Weiße. So, kommt irgendjemand? Nö, ne? Hey! Blöder Affe. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Was bist du, ein behämmerter Autofahrer? Unfähig. Unfähig. Ja, komm, fahr rein. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So langsam bin ich auch durch. Bleibt's grün? Ja. Komm. Los, wieder in die heimischen Gefilde hier. Meine ist eine doppelt durchgezogene Linie. Definitiv nicht zum Abbiegen geeignet. Aber ganz ehrlich, wen juckt das? Ja.
Gott sei Dank. Parken. Licht aus. Zündschlüssel rum. Aussteigen. Und schauen. Einnahmen dieser Fahrt 20.099, 10,50. Ist also gerundet. Gut. Man hätte auf 50 Cent runden können, 49,50. Aber lassen wir mal im Raum stehen. Wir sind auf Platz 228, weil wir Verdienst von 57.000 haben. Mhm. Legendärer Profi, sehr erfahren. Wieder mal ein paar Leute, die mehr Geld kriegen. Jetzt lassen wir mal die ganze Werbung laufen. 70 Wochen machen wir das schon. Ach du Scheiße. Hätte ich nie gedacht, dass das Let's Play so lange wird. Ich habe gedacht, das ist so ein kleines Let's Play, so, ne? Für ein bisschen zwischendurch, aber das ist ja Wahnsinn hier. Und ihr wisst natürlich, dass wir jetzt durch diese ganzen Busse und dadurch, dass wir keine neuen Busfahrer kaufen können, also einstellen können, kaufen wir ja nicht, ist ja kein Sklavenhandel mehr, ja, sind unsere Einnahmen natürlich noch begrenzt. Wir haben 5 Sterne bekommen, das ist gut. Und nur 250 für Unfälle, das ist völlig in Ordnung für die Scheißstrecke. Und jetzt ist die Frage, haben wir bekommen? Sehr gut. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch das hier fahren und das war eingestellt, das hätten wir also locker hingekriegt. Befahre sie als Hin- und Rückfahrroute und das hat er nicht akzeptiert, warum auch immer. Das ist relativ einfach. Wir könnten beim nächsten Mal gerne diese Strecke nochmal fahren. Das können wir gerne machen, damit wir auch vor allem den neuen Aufkleber kriegen. Die 600.000 sind ja egal. Können wir machen. Das wäre hier diese Scheißstrecke, wo wir eben Suburban. Wir machen aber Folgendes. Dadurch, dass das ja funktioniert, nehme ich dann hier unten die 5 Haltestellen im Suburban. Das nehmen wir. Und dann nehmen wir aber Backerer, Fischweg, Maria Theresen und Heilig Geist noch mit dazu. Weil sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Sollen wir das mal machen? Abbrechen? Ja, nur reg ich mich nie auf. So, die will ich mal verändern. Das heißt, wir nehmen hier das Einkaufszentrum raus. Das sind die 5 im Suburban District. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nehmen wir Backerer, Fischweg, Maria Theresen, Heilig Geist und Einkaufszentrum. Na? Das sollte doch als Hin- und Rücktour muss ja nur noch gemacht werden, weil das ist schon gewertet. Machen wir mal. Sollen wir sie fahren eben noch? Haben wir die Zeit? 20 Minuten dran. Ja, komm, die haben wir. Ich nehme mal den hier. Ich nehme immer nur den kleinen, ne? Also nicht, dass einer meint... Wobei, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sollte vielleicht die Chance nutzen und noch einen neuen Schneidauftrag geben, oder? Vielleicht sollte ich das tun. Bleib mal jetzt hier stehen. Ja, und mach ganz kurz, ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Für mich war es jetzt mal eben ein neues Video schneiden und für euch den Bruchteil einer Sekunde. Ach, ist das schön. So, wir haben diesen Bus. Da habe ich mal diese hässliche Werbung genommen und die sozusagen ineinander verschmolzen. Deswegen sieht er so aus. Schön ist anders, aber was will man machen? Also wie gesagt, wenn mehr Werbung drin gewesen wäre, wäre das sicherlich nicht verkehrt gewesen. Das mit den Aufklebern habe ich nie so ganz verstanden, wofür man die braucht. So, diese Strecke hatten wir ja schon mal versucht. Ist ja aus irgendwelchen Gründen hat das nicht so gut geklappt. Upsa. Jetzt haben wir sie nochmal verändert. Und versuchen es nochmal. Und man merkt gleich, wenn geschnitten wird, wird das alles schön träge. Oh, das wird aber voll hier. Geht ja gleich wieder gut los. Eine Tagesfahrkarte für Schüler, bitte. Sehr gerne. 5,20 Euro. 30, 40, 6, 8, 10. Vielen Dank. Eine normale Fahrkarte, bitte. 2,20. Auf 5. Danke, mein Lieber.